Einzel des Spiels. Den ASV Grünwetter. Großer Erfahrung seit vielen Jahren. Sehr stark. Erst nutzt, guten langen Aufschlag. Zweiter Satz. Umspielen. ASV. Da lege ich mich fest. Klare Sätze haben heute schon viele gesehen. Nur noch in Anführungszeichen 3 zu 9 aus Sicht des aufschlagenden Österreichers. Natürlich zu gönnen. Gefallen? Aber egal. Bislang nur nicht. Großes Hoffen ist, irgendwie noch einen Punkt zu kriegen. Da war er. Und das ist die beste Lösung, selber aktiv zu sein. Nur dritter Satz. Geht man davon aus, dass nicht zwei Mannschaften aus der zweiten Liga aufsteigen wollen, muss man erstmal spielen. Pacher Familienpapa übrigens. Hier hatte ich, klar, das im Angriff zu suchen, selber Aktionen zu starten, selber einiges zu probieren, aggressiv zu spielen. Mühlhausen hat ja insgesamt Tischtennis ins Zentrum. Weil man auch mitkriegt, dass gegen so einen Mann nochmal zurückzukommen, so einen Mann wie Danny Habeson, ist ganz, ganz schwer. Dass Habeson sehr früh weiß und erkennt, wo der Ball hinkommt. Ja, das geht da. Nach dem 2-5 eine unfassbare Serie spielt. Lässt sich null aus der Ruhe bringen. Das können wir den Konjunktiver weglassen. Hochverdient ist der ASV zurück vom Boden. Ja, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Nein. Jetzt wieder rum. Der Pokal nimmt uns niemand mehr, klar.